Kein Wissenschaftler würde zweimal darüber nachdenken, dir zu sagen, dass ein Parasit unter einem Mikroskop genauso aussieht wie das Monster, das sich unter deinem Bett befand, als du ein Kind warst. Lass uns einen Blick auf die grauenhaftesten Parasiten werfen, die sich vielleicht gerade in deinem Körper befinden. Mandelia cirrhosa. Diese Parasiten fangen gerne eine Welle großer Fische, indem sie sich an dessen Kiemen festsaugen und sich von dessen Blut ernähren, wie es nun mal ein kleiner, blutsaugender Vampirwels tut. Die Beziehung zwischen den beiden Fischen ist komplett einseitig, da nur der Parasit Vorteile daran hat und der Wirt nur leidet. Scheinbar hat der kleine Parasitenwels auch schon einen schlechten Ruf unter uns Menschen, da sie dessen Weg in unsere Welt auch schon gefunden haben, indem sie sich an der Harnröhre von Männern festsaugen. Diese Geschichten begannen bereits im 19. Jahrhundert und werden heute noch erzählt. Die meisten dieser Geschichten waren jedoch nur Spekulationen, da es immer noch keine wissenschaftlichen Beweise dafür gibt. Aber wir können die Behauptungen nicht einfach so ignorieren. Wenn du je im Amazonasbecken schwimmen warst, dann hoffen wir, dass du dir nichts eingefangen hast und dass du den unglaublichen Schmerz nicht erleben musst. Bandwurm. In den 1800ern war die Bandwurmdiät der letzte Schrei und Menschen würden ziemlich viel bezahlen, um Teil dieser grausamen Diät zu sein. Manche Menschen lieben Sushi und manche verachten es. Aber was ein kleines Mädchen erlebte, nachdem sie es aß, mag dich wahrscheinlich von der nächsten Sushi-Bestellung nach der Arbeit fernhalten. Einer 8-Jährigen aus Taiwan musste ein 2,5 Meter langer Bandwurm entfernt werden, nachdem sie kontaminiertes Sashimi gegessen hatte. Der Bandwurm war Berichten zufolge immer noch am Leben und lebte in dem Mädchen für mindestens einen Monat. Menschen können Bandwürmer bekommen, nachdem sie rohen, kontaminierten Fisch, Rind oder Schwein aßen. Und wenn der Fisch von dem Wurm befallen ist, wenn dieser noch eine Larve ist, dann kann der Bandwurm weitergegeben werden. Wuchereria bancrofti. Wenn du noch nie von der Geschichte von Nine Tu, dem Bären, und seiner geschwollenen Zunge gehört hast, dann hörst du sie jetzt. Nayan wurde gemeinsam mit seinem Bruder von Wilderern in China gefangen. Aber einige heldenhafte Mönche in Myanmar retteten die Geschwister davon, illegal von der Galleindustrie gekauft zu werden. Die illegale Galleindustrie in China besteht aus Bären, die gefangen genommen werden, um dessen Galle einzubringen, welche dann in traditioneller chinesischer Medizin verwendet wurde. Die Mönche entdeckten durch Nayan den Bären schnell, dass er nicht gesund war. Seine Zunge begann anzuschwellen und Ärzte entfernten später Teile davon. Aber die Zunge begann zu wachsen, bis der Bär gezwungen war, seine Zunge am Boden hinter sich herzuschleifen. Eine Gruppe von Tierexperten wurde eingeflogen und sie entfernten das Zungengewebe, welches 3 Kilogramm wog. Und sie entdeckten schnell, dass Nayan Elephantiasis hatte, welches sich durch einen Parasiten entwickelte. Das Komischste daran ist, dass Elephantiasis normalerweise eine Menschenkrankheit ist, welche durch eine Infektion von Fadenwürmern herbeigeführt wird. Diese werden durch Mücken übertragen, welche in Afrika, Zentral- und Südamerika, Südasien und auf den pazifischen Inseln gefunden werden. Wenn eine infizierte Mücke einen Menschen beißt, dann übertragen diese die Wurmlarve in das Blut des Menschen. Und das wird das neue Zuhause für diese für die nächsten 6 Jahre. Die Würmer vermehren sich dann und verstopfen dann Durchgänge und blockieren das lymphatische System. Das verursacht, dass die Würmer stecken bleiben. Und das führt wiederum zu Flüssigkeitsbildung in Teilen des Körpers, normalerweise den Beinen und manchmal auch den Genitalien, was zu Elephantiasis führt. Elephantiasis trifft ungefähr 120 Millionen Menschen weltweit. Saugwürmer. Nichts klingt angsteinflößender als ein prähistorischer Parasit, welcher Saugwurm genannt wird. Und davon gibt es ca. 10.000 Arten, welche fast unmöglich sind zu sehen, da sie zwischen 4 und 10 mm lang werden. Saugwürmer haben keine wirklichen Vorzüge, an wen sie sich hängen, und sie können sogar mehrere Wirte attackieren. Diese Wirte können Fische, Frösche, Schildkröten, Haustiere und sogar Menschen sein. Es gibt 2 große Arten von Saugwürmern, von welchen sich Menschen in Acht nehmen sollten. Der orientalische Blutsauger und der Hahnblutsauger. Sie haben bereits Millionen von Menschen infiziert, speziell in Afrika und Ostasien. Der Hahnblutsauger kann in den Venen der Harnblase leben und wird meist in Afrika, im Süden Europas und im Mittleren Osten gefunden. Die Eier werden in die Vene einer Schnecke gelegt, die durch die Venenwand in die Blase eindringen kann. Die Larve macht sich dann auf den Weg in den menschlichen Körper, durch die Haut oder durch den Mund. Der nächste Saugwurm, auf welchen du achten solltest, ist der orientalische Blutsauger, welcher sich in China, Japan, Taiwan, im Osten Indiens und in den Philippinen befindet.
Sie können auch andere Wirbeltiere als den Menschen angreifen und können im Dünndarm gefunden werden, wo einige Eier im Blutkreislauf zu verschiedenen Organen transportiert werden. Loa Loa. Du weißt, dass es ernst ist, wenn ein Parasit den Namen doppelt hat. Loa Loa oder Wurmwurm, wie es übersetzt heißt, wird meist in Afrika aufgefunden, meist in Regenwäldern in Westafrika. Dieser Parasit plagt Afrika bereits schon seit einer langen Zeit. Obwohl sie ziemlich erschreckend aussieht, ist sie nicht lebensbedrohlich. Wenn Menschen von einer Vielzahl befallen sind und die Antiparasitenmedizin Ivermectin einnehmen, dann können sie unter tödlichen Hirnschäden leiden, was innerhalb von Tagen auftreten kann. Dieser große Nebeneffekt hat das Medikament tatsächlich in seiner Spur gestoppt und es setzt jede wirksame Hilfe beiseite, die unzählige Menschen mit einem Risiko für Blindheit und Behinderung in Verbindung mit diesem Parasiten konfrontiert. Aber der Parasit hat vielleicht sein Gegenstück gefunden. Dank einer Gruppe von Ingenieuren der Universität von Kalifornien, Berkeley, die eine Möglichkeit entwickelt haben, mit Hilfe einer Handy-App eine Vielzahl an Würmern beim Menschen zu erkennen. Bevor die App kreiert wurde, war es schwer zu erkennen, ob Menschen den Parasiten eingefangen haben oder nicht. Techniker mussten einen Blutausstrich auf Glas geben und die Probe dann färben, um die Würmer hervorzuheben, damit sie diese dann manuell unter dem Mikroskop zählen konnten. Wenn es zu diesen Parasiten kommt, dann ist Zeit am wichtigsten. Hakenwürmer. Wenn du gerne barfuß herumläufst, dann wirst du das nächste Mal wahrscheinlich zweimal darüber nachdenken, wenn du an diesen kleinen Parasiten denkst. Es gibt zwei Arten dieser Spezies, die Menschen befallen, namens Anzulostoma duodenale und Necator americanus. Die Eier des Hakenwurms erscheinen im Stuhlgang infizierter Menschen, wo sie zu Würmern werden, die in die Haut der Menschen, die barfuß herumlaufen, eindringen. 2015 infizierten sie 428 Millionen Menschen und sie können Kinder, Erwachsene und Haustiere befallen. Sie sind selten tödlich, aber folgende Symptome treffen auf: Darmentzündung, Eisenmangelanämie, Proteinmangel, Husten, Brustschmerzen, Keuchen, Fieber, Verdauungsstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung und Durchfall. Du kannst auch einen unglaublich juckenden Ausschlag an dem Punkt bekommen, an dem der Wurm eintrat. Aber die Symptome sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also vergewissere dich, dass du deine Haustiere entwurmst und dass du Schuhe anziehst. Menschliche Dasselfliege. Die menschliche Dasselfliege befindet sich in Amerika, von Südostmexiko bis zu Nordargentinien, Chile und Uruguay. Es wurde auch schon von einigen Fällen in Europa berichtet. Aber das kommt eher selten vor. Die fliegenden Eier haben schon über 40 verschiedene Arten von Mücken und eine Zeckenart übernommen. Das Weibchen fängt die Mücke oder Zecke ein und hängt dann dessen Eier an die Körper und lässt sie frei. Nachdem die Eier schlüpfen, wird die Larve an der Stelle abgegeben, an der die Mücke zugebissen hat. Und dann bilden sie ihr eigenes Zuhause im Körper des Menschen. Ein Paar erfuhr, wie gefährlich Dasselfliegen sein können, als sie im Urlaub in Bolivien waren. Die beiden wiesen wunde Stellen auf ihren Körpern auf und sie glaubten, dass es sich um infizierte Mückenstiche handelte. Bis die Wunden begannen, sich zu bewegen. Sie gingen schnell zu einem Arzt in Bolivien und entdeckten dort, dass sie von Dasselfliegen befallen waren. Es klingt zwar grauenhaft, aber diese Dinge können passieren, wenn du an diesen Orten nicht vorsichtig bist. Also, erinnere dich dran. Wenn du nach Zentral- oder Südamerika gehst, dann ziehe etwas mit langen Ärmeln an und schmier dir Mückenspray auf die Haut. Denn diese Dasselfliegen loszuwerden, kann sehr schmerzhaft sein und sie müssen Stück für Stück entfernt werden, sodass keine Infektion auftritt. Guinea-Wurm. Der Guinea-Wurm lebt in Teilen Afrikas, wo das Trinkwasser von Wasserfliegen kontaminiert wird. Und wenn das Wasser nicht ordentlich gefiltert wurde und Menschen dieses aus der Quelle trinken, dann können sie von dieser Wurmlarve infiziert werden. Es dauert ungefähr ein Jahr für eine Person, um irgendeine Art von Symptomen zu entwickeln, die sich ergeben, nachdem der weibliche Wurm eine Blase in der Haut bildete und der Wurm aus der Haut kriecht. Zu diesem Zeitpunkt kann es schwierig sein, dies zu behandeln. Aber es ist selten der Fall, dass es zum Tod führt. Es gibt bereits einige neue Strategien, um den Guinea-Wurm davor zu stoppen, Wasserquellen zu kontaminieren. Im Jahr 1986 gab es ungefähr 3,5 Millionen Fälle von Guinea-Wurmbefall in 20 Nationen in Asien und Afrika. Und Ghana wies 180.000 dieser Fälle 1989 auf. Heute wurde die Anzahl über 99,999% gelindert. Aber
Es kann trotzdem noch von Zeit zu Zeit auftreten.